Bist du auf der Suche nach einem neuen Gaming-Laptop, der unter 700 Euro kosten soll? Dann bist du hier genau richtig, denn das behandeln wir in diesem Video und wir wollen keine Zeit verlieren, deswegen legen wir auch direkt los. Und hier ist er schon, der MSI Thin GF63 mit einer RTX 2050. Und ich weiß, der Aufschrei ist jetzt groß. Oh mein Gott, der will uns tatsächlich eine Grafikkarte empfehlen, die einfach mal zwei Generationen alt ist. Ja, aber es geht ja um eine bestimmte Grenze, die wir uns gesetzt haben. Und zwar haben wir gesagt unter 700 Euro. Und natürlich habe ich geschaut, ob man auch bessere Grafikkarten unter 700 Euro bekommen kann. Beispielsweise hier die RTX 4050, das ist die günstigste, die ich mit einem guten Gewissen empfehlen kann. Und ihr seht es ja selbst, die kostet leider 849 Euro und ist damit leider über unsere Grenze von 700 Euro. Dann dachte ich, okay, schauen wir doch mal nach der RTX 3050. Und zu Beginn habe ich mich sehr gefreut und zwar habe ich das hier gefunden. Der Acer Swift X kostet einfach mal 679 Euro und hat sogar eine RTX 3050 verbaut. Leider ist das ein Ultrabook und Ultrabooks eignen sich einfach in meinen Augen gar nicht zum Videospiele spielen. Und wenn ihr noch weitere Gründe sucht, warum dieser Laptop nicht geeignet ist, dann schaut euch einfach von AMD diesen Kommentar an, drückt auf Pause, lest ihn euch durch. Leider kann ich das hier nicht mit dem guten Gewissen empfehlen. Dann habe ich noch ein bisschen weiter geschaut, um einen Laptop zu finden, den ich empfehlen kann mit einer RTX 3050. Und ich habe den von Lenovo gefunden. Der kostet 779 Euro, sieht erstmal auf den ersten Blick ganz okay aus. Aber 779 Euro sind halt 80 Euro mehr, als unsere Grenze erlaubt. Und ich möchte hier streng sein, denn wir werden nochmal Videos machen über den besten Gaming-Laptop unter 800, 900, 1000 Euro und so weiter. Und in diesem Video geht es um den besten Gaming-Laptop unter 700 Euro. Und da ist der hier mit der RTX 2050 das Beste, was ihr Stand heute bekommen könnt. So, wir haben jetzt genug geschwafelt. Kommen wir doch mal zu dem, worauf eigentlich die meisten warten, und zwar zu den Benchmarks. Und wir beginnen mit Apex Legends. Also, oben links seht ihr die ganzen Stats, die wichtig sind. Oben rechts die Einstellung. 1080p. Niedrige bis mittlere Einstellungen und wir können hier im Durchschnitt ungefähr 105 FPS erwarten und das ist sehr, sehr flüssig, also spielbar. Und als nächstes darf ja niemals fehlen GTA 5. Hier haben wir 1080p Ultra-Einstellungen und ihr seht es selber, 70, 80 FPS, je nachdem, was ihr halt natürlich treibt, ist hier möglich und somit flüssig spielbar. Und dasselbe gilt natürlich für GTA Online, da könnt ihr ähnliche FPS-Anzahlen erwarten. Und als nächstes kommt Fortnite. Hier haben wir erneut 1080p, diesmal mittlere Einstellung und ich weiß, man spielt das eigentlich mit niedrigen Einstellungen, mit der maximalen Sichtweite, wurde hier nicht gemacht, ist egal. Raytracing ist ausgeschaltet und DLSS ist ebenfalls ausgeschaltet und wir können sehen, 93 FPS sind im Durchschnitt hier möglich und das ist vollkommen spielbar und ihr könnt ja nochmal die Einstellung ein bisschen runter machen, um noch ein bisschen mehr rauszuholen. Kommen wir nun zu Cyberpunk 2077. Tatsächlich mittlerweile in die Jahre gekommen, aber irgendwie immer noch sehr beliebt. 1080p niedrige Einstellung, Raytracing ist ausgeschaltet und DLSS ist ebenfalls ausgeschaltet und im Durchschnitt könnt ihr dieses Spiel mit 47 FPS spielen und selbst die 1% Lows sind immer noch über 30 FPS. Das bedeutet, es gibt nicht diese super ekligen Ruckler, die halt wirklich stören können. Also Cyberpunk 2077 auch super spielbar. Ach, und an dieser Stelle sei gesagt, wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier gerade von einem Laptop, der 650 Euro kostet. Also unsere Grenzen müssen uns bewusst werden. Also bestimmte Spiele können wir einfach nicht mit 60 oder sogar mit 120 FPS spielen. Dazu gehört auch Elden Ring. Hier haben wir 1080p mittlere Einstellung, Raytracing ist ausgeschaltet. Und wir haben hier im Durchschnitt ungefähr 50 FPS. Natürlich kann man noch ein paar FPS mehr rausholen, indem man wirklich die niedrigsten Einstellungen einstellt. Aber ob man wirklich flüssig die 60 FPS knackt, das muss ich hier leider bezweifeln. Aber 50 FPS im Durchschnitt, das ist auch ebenfalls ohne Probleme also spielbar. So, und nur jetzt zum Flexen, damit ihr mal ein paar hohe Zahlen seht, schauen wir uns nochmal Valorant an. Hier haben wir 1080p mit hohen Einstellungen und ihr seht es selbst, hier läuft alles super flüssig mit im Durchschnitt über 200 FPS. Zeit für eine kleine Zusammenfassung. Ihr seht es an den Benchmarks. In 1080p könnt ihr eigentlich jedes Spiel ohne Probleme spielen. Bei den meisten Spielen reicht es nicht ganz für die 60 FPS Grenze, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist ein 649 Euro Laptop. Aber für einige Spiele wie zum Beispiel Valorant oder halt auch Fortnite, Counter-Strike 2 und so weiter, da könnt ihr auch die 120 FPS knacken, wenn ihr halt die Einstellung entsprechend einstellt. So, schauen wir uns doch mal ganz kurz den Rest noch an. Beginnen tun wir mit dem Arbeitsspeicher. Verbaut sind hier 16 GB DDR4 RAM mit einer Taktfrequenz von 3200 MHz und das reicht vollkommen aus für die ganzen alltäglichen Sachen, die man halt mit dem Laptop so macht. Sei es, dass ihr im Browser seid, ein Video guckt, vielleicht schließt ihr noch einen zweiten Monitor an und wollt Videospiele spielen und gleichzeitig YouTube schauen. Das funktioniert alles hier ohne Probleme. Natürlich werdet ihr an eure Grenzen kommen, wenn ihr bestimmte Simulationen oder so fährt, aber 16 GB RAM, da würde ich mir erstmal keine Sorgen machen. Ein bisschen anders sieht das aus beim SSD-Speicher. Hier habt ihr 512 GB. Ja, das reicht für den Anfang vollkommen aus und erst recht, wenn ihr bereit seid, eure Programme immer wieder zu deinstallieren und neu zu installieren, dann solltet ihr auch damit auskommen. Aber langfristig gesehen denke ich, dass hier ein Upgrade auf jeden Fall sinnvoll wäre, damit ihr 1 oder 2 Terabyte habt. Und keine Sorge, so ein SSD- oder RAM-Update, das ist super einfach. Einfach bei YouTube
Laptop-Modell und RAM-Update oder SSD-Update eingeben, dann seht ihr sofort einen Typen, der halt die Hinterseite von Laptop aufschraubt und dann kurz ein, zwei Handbewegungen macht und dann seid ihr schon fertig. Das kann jedes Kind, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Kommen wir nun zum Prozessor und hier ist ein Intel Core i5-12450H verbaut und auch das reicht vollkommen aus. Mit der Menge an Arbeitsspeicher, mit der Grafikkarte könnt ihr alles ohne Probleme spielen oder halt auch noch alle Anwendungen halt abspielen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Auch Multitasking und so weiter, wie erwähnt, das ist auch möglich. Windows 11 Home ist direkt mit dabei. Das bedeutet, ihr müsst euch keine separate Windows-Lizenz holen. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, bei dem Gaming-Laptop, natürlich neben der Grafikkarte, der Display. Full HD, 1080p, ja, das reicht vollkommen aus, denn so ein Monitor vom Laptop ist relativ klein, erst recht dieser hier, das sind 15,6 Zoll. Ja, das ist vollkommen in Ordnung von der Pixeldichte her. Wenn ihr halt ein bisschen mehr wollt, könnt ihr natürlich jederzeit einen externen Monitor anschließen. Da habt ihr natürlich eine HDMI-Schnittstelle für. Und dieser Display, der hier verbaut ist, der kann auch 144 Hertz. Das bedeutet, wenn ihr mal ein Spiel spielt, wie zum Beispiel Valorant, dann könnt ihr die 144 Hertz auch wirklich darstellen. Also, bist du nun überzeugt und hast Lust auf diesen Gaming-Laptop bekommen, dann scanne einfach diesen QR-Code hier. Der führt dich direkt zum Laptop mit der RTX 2050. Und wenn du sagst, Mensch, ich habe aber 200 Euro auch noch oder ich kann das nochmal ansparen, ich möchte ein bisschen mehr haben, dann überleg dir doch, ob du nicht halt den Laptop hier mit der RTX 4050 holst. Aber der kostet halt, wie gesagt, 200 Euro mehr. Aber ich behaupte, das lohnt sich. Egal, was du tust, hol dir auf jeden Fall eine gescheite Gaming-Maus. Ich empfehle ja den hier von Logitech. Den habe ich auch, den benutze ich seit 7 plus Jahren oder so. Der ist einfach nicht kaputt gegangen. Und ich sag's euch, wenn der kaputt gehen sollte, hole ich den einfach noch einmal. Das ist echt super. Und allzu teuer ist er ja auch nicht. Der kostet 36,90 Euro aktuell. Und falls ihr die Links irgendwie mit dem QR-Code nicht aufbekommt, unten in den Kommentaren habe ich euch natürlich alles verlinkt.